Dann gleitet man. Ja. Ach geil, das wusste ich gar nicht, dass es so geht. 8 Kills, fast 100 Punkte. Du hast 9 Ich habe jetzt Kills. 10, glaube ich, oder? Aber ich glaube, dafür habe ich nicht die Quest Fast 100 bekommen. Punkte erst, ich habe mehr als 100 Punkte. Ich habe 92. Ich habe 9 Kills, 116 Punkte. So, wo war jetzt die Dingens? Ich glaube, weil ich einen allein gemacht habe. Ja, eben. Die hätte ich gerne und... Alter, wo ist jetzt die Quest? Ich Aber hatte der sie war doch leider kein eben. Rang 9. Ja, eben. Ich hatte die Welche Quest Quest doch suchst du da? eben. Kacke. Die Rang 9er? Nee, wo wir Belusan und so infiltrieren müssen. Weißt du, welche ich meine? Ja, aber ich hab die gar nicht. Doch, hast du. Die haben wir zusammen angenommen. Dann habe ich sie wieder gepasst. Echt jetzt? Weil ich mir gedacht habe, ich mach's eh nicht. Irgendwie sowas wird's gewesen sein. Ein Auftrag ohne Auftrag, wo ist Baybua? Da ist er. Bezwingt den Albtraum. Ah, nee. Aber den kann ich auch noch abgeben, alles klar. Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn die hin? Asmo. Wo? Hier wieder. Packst du den nicht alleine, denn ich komme. Das ist wieder die Riette. Oh, süß. Warte noch, Die haut warte. ab. Scheiße, weg hier. Wohin? Zu der Patrouille. Besserin. Schisserin, aber echt, ey. Nee, die weiß nur, dass er verlieren wird. Ich gehe mal hier ein bisschen Müssen uns rumgucken. unsichtbar in die Nähe von der stellen. Hab auch noch einen. Echt, wo? Da ist die Riette. Ist es die? Ich meine, ja, das ist der, den ich hatte eben. Und die steht bei der Patrouille. Gleich ist sie drin. Kacke, sie ist drin. Die ist in der Festung. Shit. Naja. Nochmal zurück. So, Chaga landen. Und nochmal auf die Fresse hauen. Ich krieg's immer noch nicht hin, richtig zu landen. Und ich krieg immer noch nicht in diese verkackt nochmale. Finde es so Da. lustig, was wir hier gerade machen. Valiertus, Bindepunkt, alles klar, da muss ich in die Terminon. Was muss ich hier machen? Da muss ich Ablus Oase. Und hier, bei wem muss ich die... Achso, die kann ich noch gar nicht abgeben. Ist klar. Ist klar. Mit G. Ich fliege jetzt mal unsichtbar da lang. Hä, machst du das nie? Ich fliege immer unsichtbar. Nö. Da fliegst du, glaube ich, nur 10,2, Da ist sie aber... wieder. Okay, ich bin da. Und diesmal direkt irgendwelche Slow-Fähigkeiten draufhauen. Ich hab eine. Und go. Diesmal wird sie sterben. Alter! Scheiße. Kacke, weg! Weg. Ich bin tot. Bin auch tot. Okay, jetzt machen wir Bist du, Obelisk, bist du, oder? bist du, bist du. Also ich renne noch weg, noch kann ich wegrennen. Ich bin gleich in der Dingens. Ich bin direkt über den. Kacke. Lass mich am Obelisk wiederbeleben. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Okay, ich bin noch drin. Ich will Hä? diese Riette noch kriegen, ey. Jetzt Yes. ist hier jemand anderes. Lolitz Calvin. Verfolgen die mich noch? Direkt über mir ist die Patrouille. Ich würde es nicht überleben, wenn du... Alter, die ist... Die kommt hier rein? Fuck. Tötet die dich? Kriegst ja gar keinen Schaden. Okay. Ich würde sagen, am Obelisk, ne? Mal eine andere Frage. Bin ich jetzt tot? Noch Nee. nicht. Nein, ich bin Oder? nicht tot. Ich werde sterben. 139, 83? Ich werde sterben. Bam. Ach, Kacke. Geh mal wieder zurück. Ich wäre so oder so gestorben. Entweder durch Flugzeit, weil mein Flugzeug leer war und ich irgendwo runtergesprungen bin. Oder durch das Gift. Obelisk oder Kisk?
Mach Obelisk, oder? Ja. Ich glaube, es war jetzt genug. Das war jetzt erstmal. Abulus Oase werde ich wieder auferstehen. Ich in Observatorium von Eltern. Okay. Ey, jetzt kann ich wieder Goldessenzen kriegen. Stimmt, wir haben nach 20 Uhr. Kommst du zu mir? Ja, ich komm. Ich hol mir noch schnell hier. Mal gucken, was mich der Seelenheiler kostet. Der Seelenheiler ist total billig geworden. 27.000 nur. Ist aber auch so, weil mich Asmus gekillt haben. Ich habe 28.000. Wer sich wundert, warum ich gerade so wenig Kohle habe, ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn man weniger Kohle im Inventar hat, dass man dann mehr verdient. Ich glaube, es ist nicht so, aber... Ich glaube auch nicht, dass es so ist. You'll never know. Das sollte eine Logik sein. Ich habe mittlerweile 8 Millionen. Echt? Ich habe 400.000. Immer mehrmals draufdrücken. So, eine Silbermünzentruhe. Jetzt habe ich 68 Silbermünzen wieder. Ich habe gerade 17. Alter, 8 Kills habe ich jetzt gemacht. Kacke, ey. So. So geil. Das war einfach nur, ey, die beste Aktion ever. Das war das Beste, was du machen kannst, einfach nur. Du stellst dich in Velusan einfach in deren Housing-Gebiet und dann rennst du mal raus, killst die Anfänger und unfair ist es. Das gebe ich zu, unfair ist es schon. Gar nicht. Aber, das ist das Beste, was du auf Ich würde sagen, kriegst. Das machen die doch auch mit uns, oder? Nö. Habe ich noch nie erlebt. Echt? Also hinkommen, uns killen und wieder wegrennen. Dann wollen wir weiterfarmen, dann kommen sie wieder und killen uns. Ja, aber nicht. Sie gehen zwischendurch nicht ins Housing-Gebiet, um selbst nicht gekillt zu werden. Nö, auf die Idee habe ich noch keinen gesehen, der da drauf gekommen ist. Doch. Auf die Idee habe ich noch keinen gesehen, ey. Dich selber. Ja, du bist auf die Idee gekommen. Ich bin auf die dumme Idee gekommen, so eine Scheiße zu machen. Eine geile Idee. Aber echt, okay, aber komm, Hyron sieht echt bescheuert aus. Hyron sieht echt richtig behindert aus. Im Gegensatz zu Beluslan. Beluslan sieht richtig hammermäßig aus, ey. Ich meine, wir haben keine leuchtenden Bäume. Hallo. Wir haben keine leuchtenden Bäume. Was sagst du, Goldessenz? Wo bist du, Eltern, ne? Ja, Observatorium. Wieder Kaidan Außenposten. Okay. Noch eine Goldessenz. Nein, du Fickschnitzel. 3 Stück gekillt, 2 Goldessenzen. Ich würde sagen, wir nehmen die immer abwechselnd, wenn du auch hier bist. Oder du gehst aus der Gruppe raus. Ja, lass es mal machen. Ich meine, das bringt mehr. Also erst gleich kannst du ja noch glaub, da bleiben. Ich glaube, ich farm wieder um den Krater rum. Wo bist denn du gerade? Was farmst du? Wo farmst du gerade? Vom Observatorium aus Richtung... Ich bin Lankusis Tor, das steht gar nicht. Ah doch. Was? Unter Eltnen, der Observatorium von Eltnen, wenn du ganz rausgezoomt bist. Ach da. Da, wo der komische Hohepriester und der ganze Scheiß ist. Genau. Wo der Kalupa ist. Ja, genau der. Im ersten nur eine rausgekriegt. Hallo, was? Lichtmachtagent, ich will dich anklicken. Dann kann ich Lichtmachtagent hier andrücken. Ah, jetzt. Ich hatte schon 3. Ja. Das heißt, ich habe aus den 3, die ich gekillt habe, aus jedem was rausgekriegt. Geil. Ich hätte sie vorher killen sollen, bevor ich den Kalupa angreife. Oh, es gibt auch eine für Eltern und Hyron. Was? Eine Infiltrationsquest. Ja, ist klar. Ich will nach Eltern. Lichtmachtmedaille. Das kriege ich noch jetzt raus. Oh, ich habe eine Lichtmachtmedaille. Echt? So toll. Ja, aber echt. Wie fährst du? Wahrscheinlich um einige Gar keine. Mehr. Hä? So, zurück nach... War das jetzt richtig? Ja, Elten-Teleportum. Puh. Das wäre echt, uncool. Was? Wenn ihr Stufe 10 erreicht habt, könnt ihr Teleportstab in den Tempel der Ephrianischen Gebiete zu kommen. Hm, was? Das ist, hä? Ja, dachte ich mir auch eben. Das ist wahrscheinlich das, wo du dann Level abkriegst, also die Flügel und so. Nee, das ist nicht emperianische Gebiete, scheiße. Weiß, aber vielleicht heißt es so. Im Fach. Ja. Fach. Ja.
Weiß nicht, wie es heißt. In Sanctum, wie heißt es da? Der Kacke hier. Kaisinels Kloster heißt es. Nee, wie heißt Imperianische Gebieter. Scheiße. Deportstatue am Kloster. La 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 la. Ich würde da gern mal drauf irgendwie. Hm. Mehr gibt's ja auch nicht mehr, scheiße. Die Sturmwerft ist auch irgendwie völlig sinnlos in Sanctum. Warum? Weil die einfach völlig sinnlos ist. Ignison Landesteg. Du kannst aber eine Quest machen. Eine Sturmwerft. Ja, toll. Das ist aber das Einzige, was du machen kannst. Wo du 100 Mal hin und her laufen musst. Ich hab die gemacht. Ja, ja. das kenne ich auch. Mann, da wollte ich ein Haus ersteigern. Irgendwo hier. Da, das da. Wo? Nebeldorf. Bist du gerade ein Elian? Nee. Ich hab's nur gerade gezeigt auf der Karte. Wo Elian könnte man auch irgendwann mal zeigen. Ey, Elian ist das Geilste, was geht. Ich hab einmal, bin ich hier am Elianplatz gestartet, bin hier einmal ganz rum die Dörfer, oder zweimal sogar, hier rum, durch das Felsendorf, wieder zurück, da runter, da die Route weiter. Auch geil. Dadurch irgendwie so, nee, hier, darum, so rum, über diese Insel hier, ins Küstendorf. Einmal alles erkunden. Da zurück, da lang. Und dann bin ich wieder ins Küstendorf. Die Apex-Region habe ich noch gar nicht erkundet. Das würde ich echt gerne mal machen. Die Apex-Region. Was für eine Region? Die Apex-Region in Elian. Die soll echt schön sein. Weil da war ich noch nicht. Okay. Ich bin dann hier in Küstendorf am Dingens geblieben, am Strand, weil das war echt so schön. Und da habe ich die nette Tifa getroffen. Eine Beschwörerin mit Liebeskummer. Ach ja. Wer? Die Tifa. Aha. Die saß da am Strand und hat, hat in den Chat irgendwie geschrieben, dass sie ihren Kai liebt. Nee, nicht Kai. Heißt der Kai? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken, warte. Okay. Ein bisschen komisch was schon. Ja, genau. Kai, ich liebe dich, Schatz. Dann saß sie da. Und dann kamen irgendwie 5, 6 Leute, kamen. Wir saßen da am Strand auf diesen Bänken. Es war so chill. Ich habe uns überhalten über Gott und die Welt. Ey. Wo hast du das gerade nachgeguckt, ob der Kai hieß? Die ist in meiner Freundesliste. Ah. Nee, das habe ich auf Dingens nachgeguckt. Auf My Chatbook.